wunderschönen guten Hallo. Yo, Leute, was geht? Wir finden uns ja auf dem schön weihnachtlich geschmückten Domvorplatz. Wow! Beziehungsweise hier vom Kölner Hauptbahnhof. Ich schluss hier gerade ein bisschen rum und mache mal ein bisschen gar nichts. Leute, es ist schon wieder so unglaublich kalt geworden. Die letzten Wochen, die waren einfach wunderschön. Waren an so vielen verschiedenen Plätzen, ob es jetzt die Longboard-Tour war oder Taiwan. Es ist zwar wunderbar, wieder in Köln zu sein, aber es ist einfach saukalt. Man sehnt sich nach Sonne. Und diese Sonne sollen wir bald kriegen, denn es ist wieder ein cooles Event am Start. Und dafür bereite ich mich gerade vor. Die Barbie hat was ziemlich Cooles an Land geholt. Wir werden in anderthalb Wochen nach Ägypten fliegen. Für eine Woche. Und dort tauchen gehen, an verschiedenen Stellen. Wie ihr das vielleicht mitbekommen habt, sie hat ihren Tauchschein schon gemacht. Und ich habe jetzt anderthalb Wochen Zeit, um dort meinen Tauchschein irgendwie mit reinzudrücken. Das ist ziemlich krass, aber wer die Longboard-Tour geschafft hat, sollte auch so einen lächerlichen Tauchschein schaffen, oder? Ja. Der heutige Tag ist recht gechillt verlaufen. Wir waren eben gerade beim Black Karate, einer meiner Lieblingsrestaurants hier in Köln. Und haben da schön gegessen mit der Tube One Family. Das war schon recht schön. Aber bevor ich jetzt nach Hause gehe, werde ich nochmal ein bisschen auf der Domplatte rumfahren, mal gucken, was hier so geht. Oh. Haben wir denn da? Na, geben wir dem Obdachlosen ein bisschen Geld. Alles klar? YouTube läuft nicht mehr. Ich muss jetzt hier ein bisschen gucken, dass ich mir einen kleinen Zusatzverdienst hole. Spaß beiseite, Freunde. Der Schengen und ich treiben uns hier gerade ein bisschen in der Nacht rum und skaten ein bisschen. Muss aber auch mal sein. Boah, muss aber auch mal sein. Ja, natürlich. Ein bisschen abseits von diesem ganzen intensiven YouTube-Produziere. Da wirst du Balla-Balla im Kopf. Ist okay, wirklich so. Wir denken da trotzdem gerade. Lass mal raus ein Video drehen, damit wir uns von YouTube ablenken. Ja, diese Art von Video ist ja schon wieder ein bisschen entspannter. Ja, das ist gechillt. Muss noch nicht schneiden, können wir auch einfach so machen. Hallo, Schengen-Drag, hallo. Ja, das kommt alles mit rein. Mann, das mit Absicht so scheiße. Ich bin verkabelt heute. Es interessiert keine Sorge. Was höchst interessant ist gerade am Start, und zwar Zirkus Krone ist nächste Woche. Ape Crime tritt auf bei Zirkus Krone als die drei Clowns. Viele von euch haben es vielleicht mitbekommen, wir sind für die 1Live Krone nominiert. Dieses Jahr ist das so, das ist nicht mit einem besten Video, sondern der beste Online-Künstler. So ziemlich alle Videos auch, die da in dem Trailer und so gezeigt werden, die hast, glaube ich, auch du mitproduziert, außer Chaos Head Store, da warst du ja nicht dabei. Ich frag mich, was denken da Leute, weil ich habe auch einfach, ich weiß nicht, ob das reinkommt, diesen Genghis Insta-Battle schaut. Instagram-Battle, habe ich einfach mit hingeschickt. Wenn die das auf dieser Leinwand zeigen und diese Leute sehen das, was denken die da? What's going on here? Natürlich muss man da fleißig voten. Erster Link in der Beschreibung. Wir haben ein viel größeres Problem, und zwar habe ich es auch schon auf dem TV-Video angesprochen. Wir können nur eine Person mitnehmen. Normalerweise nimmt man da jemanden als sein Management mit. Da haben wir aber gesagt, nee, wir wollen das nicht. Wir wollen Schengen da dabei haben. Wir telefonieren alle an. Wir Obama, Merkel. Wir mussten wirklich alle Connections nutzen, die wir hatten, damit wir das durchbekommen. Und dann sagt Schengen, er macht so einen komischen Tauchschein und da ist seine Meisterprüfung oder so. Genau an dem Tag. Ja, wie lösen wir denn das jetzt? Du bist auch Teil, dass wir da überhaupt sind und so groß mittlerweile sind. Deswegen. Wenn ich da hingehe und wir an diesem Event dran teilnehmen, bin ich nicht in der Lage, meinen Tauchschein zu meistern. Und dann könnte ich auch nicht nach Ägypten fliegen, um euch dann coole Videos zu präsentieren. Ja gut, Leute, entscheidet ihr. Entweder Hashtag Cheng Zirkus Krone oder Cheng Meister Taucher. Seid kreativ, lasst euch was einfallen. Wir beiden Spackos werden jetzt nochmal durch die Nacht fahren und ein bisschen chillen. Ich fahr nach Hause jetzt, dachte ich, du doch auch, oder nicht? Ja. André und ich werden nun versuchen, aus dem 7. Stock dieses Parkhauses mit unseren beiden Boards so schnell wie möglich runterzufahren. Und zwar immer diese Schleife, zack, zack, zack. Schauen wir mal, wer unten als erstes ankommt. Du musst aber auch noch das Problemfaktor Rium mit einberechnen. Und zwar ganz unten ist ein Schaffner am Portier, der guckt halt immer, dass er keine Scheiße baut. Der Erste, der halt rausfährt, der ist ja safe. Der ist schon weg, bevor der das checkt. Aber dann hört er, dass da ein Zweiter kommt. Das heißt, der Zweite kann vielleicht Stress mit dem Typen bekommen. Du musst nach links und ich fahre jetzt rechts, oder? Ist das stressig? 3, 2, 1 und los! Und weiter runter. Ja. Ja, wie soll ich... Ja, du Scheiße. Ich fahr wieder hoch. Scheiße.
Ja, ich hab verkackt, definitiv. Ich komme nicht so gut in die Kurve mit diesem Longboard. Aber ich bin noch dicht dran. Alter, stressig. Tag doch gerne enden. Okay, mach Übernahme zu meiner Abmord. Jo, das war's mit dem wunderschönen, gechillten Abend. André und ich werden jetzt unsere eigenen Bordrettungsaktion. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Ich muss an meinem Tauchschein weiter lernen, an der Theorie. Der André wird schlafen. Wahrscheinlich erstmal, Alter. Schlaf ist das Einzige, was wir eigentlich brauchen. Schaut's unten in der Beschreibung. Link zu Zirkus Krone. Und vergesst nicht, der Schengler muss mitkommen. Ihr müsst dafür sorgen. Und ich werfe jetzt die Kamera hoch, ne? 3, 2. Ja! Danke.